Willkommen zurück zu Dark Souls 3 DLC 2 mit dem ersten Boss. Immer noch. Ebony und Agony, ja genau. Nein, Quatsch. Hier, Agonie und Unterhalb. Und natürlich fast schon den Tod. Ja, im letzten Part haben wir die beiden ja eigentlich besiegt, aber dann ist ein neuer Boss erschienen, und zwar der Dämonenprinz. Und ich habe eine ulkige Theorie, die vielleicht stimmen könnte, muss natürlich nicht, weil Dark Souls ist halt nicht vorhersehbar eigentlich. Jedenfalls nicht, was Bosse angeht. Und ich hatte im letzten Part als erstes Unterhalb gekillt. So. Doch, Unterhalb, genau. Und ich habe die Vermutung, dass wenn man Agony als erstes killt, dass dann der Dämonenprinz nicht erscheint. Ist jetzt so meine Vermutung. Also meine Taktik liegt jetzt darin, erstmal Agony zu töten. Agony. Oder auch zu sterben. Ist auch eine schöne Taktik. Ja, wenn wir das schaffen sollten, was jetzt nicht so leicht ist, so schwer ist, meine ich, dann gucken wir mal, ob aus dem Unterhalbvieh vielleicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann ein anderer Boss kommt, also wenn dann wirklich noch ein Boss kommt, dann ist das dieser Dämonenprinz, aber falls dann kein Boss kommen sollte, dann bin ich echt erstaunt, dass meine Taktik wirklich funktioniert hat, aber wir werden sehen. Und falls wir es nicht sehen werden in dieser Folge, werde ich es tatsächlich googeln, weil so lange warten will ich dann nicht. Weil heute nehme ich dann nicht mehr auf und ich möchte wirklich wissen, ob meine Taktik tatsächlich stimmt. Ich hoffe, wir finden es selbst heraus. Ich nehme eine Glut ganz schnell. So, ich bin mal gespannt. Das wäre jetzt dumm, dass ich mich von diesem Ding treffen habe lassen. Ich nehme auch nur Fiole, auch wenn das jetzt Quatsch war an sich. Ah. Okay, Agony ist tot. Agony ist gefallen. Ich werde eigentlich keine Führung verschwenden, falls wirklich der Dämonenprinz kommt, aber was soll ich machen? Sterben ist auch keine Option. Also muss ich ja irgendwie. Nein, das gibt's nicht. Ah, ist das eine Scheiße, ey. So knapp wieder. Mann, ey. Was heißt knapp? Der hatte noch die Hälfte an Leben, aber das ist nicht viel. Die Ausdauer ist einfach zu wenig. Mein nächstes Level-Up geht auf jeden Fall in die Ausdauer rein. Mal wieder. Hatte ich ja letztes Mal schon, glaube ich. Ausdauer ist halt echt verdammt wichtig. So, wir haben ja eigentlich noch genug Glut.
frage mich ja, ob das hier so wie bei Dark Souls 1 noch ist, dass man, wenn man den Schwanz abschlägt, eine Waffe bekommt. Das war ja damals im ersten Teil bei den meisten Bossen so, gerade bei den Gargoyles war es ja am Anfang so. Bisschen Ausdauer tanken, so zack, zack, zack. Okay, er ist tot. Aber er wird wiedergeboren. Ja, wird er. Hundertprozentig. Okay, meine Theorie ist nicht richtig. Du hast es gesehen, ja. Aber was soll's? Es war eine Idee. Hat nicht funktioniert. Alter, willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Was soll ich da jetzt machen? Außer besiegen. Ui. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Ja, ich denke jetzt ein bisschen nach, weil der Dämonenprinz, ihr habt es ja gesehen, ein Feuerball, ich bin tot. Und das ist einfach nicht mehr schwer, das ist einfach nur unfair. Es könnte nämlich sein, dass es noch eine Taktik gibt, wie zum Beispiel, dass ich beide Bosse quasi gleichzeitig umbringe. Das wäre jetzt auch wieder ein bisschen weit hergeholt, ich weiß, aber man kann es ja probieren. Das war ja schon mal beim Boss so der Fall, dass man beide gleichzeitig umbringen musste, damit der Boss wirklich tot war. Oh, 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 oh. Okay, einen habe ich schon jetzt richtig gut bearbeitet, jetzt versuche ich mal den bei dem anderen.
Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen, ey. Diese Kamera ist so der absolute Oberscheiß im Spiel. Ja, natürlich. Ich bin natürlich auch gesprungen. Das ist logisch. Macht Sinn. Ja, ja. Was kann ich da nur tun? Soll ich mich wirklich nochmal auf einen konzentrieren einfach? Ich mach das jetzt nochmal, komm. Ey, da will man flüchten, ja, und was passiert? Nichts! Also wenn das empfohlene Level 100 ist, dann muss es bei dem Dämonenprinz, der irgendeinen Trick geben. Außer Skill. Das ist kein Trick. Komm, 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 trink, 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 trink. Thank you.
Okay, Energie tanken. Und nein, es bringt nichts, Feuer noch aufzuschlagen. Alter, man kann ihm nicht mehr ausweichen. Alter, der krasse Angriffe. Das muss man ja mal sagen. Das ist schon krass. Ich bin gestorben. Wow. Alter. Das ist... also den ersten Feuerball weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man den ausweichen soll. Der ist viel zu schnell. Vielleicht muss der einen auch treffen. Kann ja sein. Das zweite Ding ist... man muss auf jeden Fall immer bei ihm irgendwie sein. Bei diesem Dämonenprinz jetzt. Aber der verliert halt einfach viel zu wenig Leben. Eignet sich da irgendeine Waffe besser? Irgendwie... weiß nicht. Habe ich irgendeine Eiswaffe? Irgendwas, was Eis fördert? Keine Ahnung. Eis, Dunkel, Blitz... ach, Eis gibt's ja gar nicht als Waffe. Natürlich... hey, Moment. Es müsste doch auch Eis geben. Zum Beispiel die Sensen haben noch Eis. Wo sind denn die Sensen? Weg sind sie. Da, die haben noch Eis. Das ist Magie. Ach, da ist noch zusätzlicher Effekt Eis. Ich probiere jetzt mal. Ich weiß, sie sind nicht mal Level 10. Die sind nicht mal Level die Stufe plus 1. Ich probiere jetzt einfach mal Schaden mit den Sensen zu machen. Vielleicht ist ja Eis wirklich die Schwachstelle von dem Boss. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil der Part, der eh gleich vorbei ist, kann ich da mal austesten. Ja, nein, also... ich glaube, die Sense, ja, müsste auch stärker sein, einfach. Ich kann immer gucken, was es braucht, um die Sense aufzuwerten. Huiuiui, ey. Das als ersten Boss ist echt, echt, echt schwer. Aber vielleicht gibt es auch wieder nur zwei. Dann müssen sie natürlich zwei krasse Bosse machen. Oder besser gesagt drei. Ich habe gar keine Seelen. Obwohl doch, ich könnte das wahrscheinlich doch bezahlen irgendwie. So, kann ich die Sense überhaupt verstärken? Geht das denn? Weil bei manchen Waffen geht das ja nicht. Aber ich kann sie tatsächlich verstärken. Mit Titanitschuppen. Brauchte nur ein bisschen mehr Seelen. Bräuchte, meine ich. Kann ich es ja mal probieren, so. Seelen. Da sind zwei große. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt bringen. 16.000.
Tis good what need. Eine Titanitschuppe fehlt mir für Großsense plus 5. Und sie skaliert mit Geschicklichkeit. Das ist natürlich scheiße, weil ich bin der Stärketyp und kein Geschicklichkeitstyp. Und warum habe ich jetzt eine... Warum rolle ich so schwer? Ist die Waffe echt so schwer? 13 Gewicht? Wie viel wiegt denn mein 3 Gewicht? Ach du Scheiße. Und die ist immer noch besser. Was braucht denn das Finsterschwert? Stimmt. Das kann ich auch nochmal ganz schnell nachschauen und dann ist auch echt vorbei. So, Finsterschwert, Finsterschwert, Finsterschwert. Wo bist du? Wo bist du? Du bist nicht hier. Doch, da ist es ja. Ah, Titanit Brocken brauchte ich dafür. Ja, komm, ich hol mir jetzt mal das Finsterschwert hier. Und zwar auf plus 10, jawohl. Ich bin zwar der Meinung, ich hatte schon mal das auf plus 10, aber das war vielleicht mit meinem anderen Charakter. Der ist in physischer Verteidigung und alles besser. Nur skaliert der halt mehr mit Geschick als mit Stärke. Aber gut. Wird schon irgendwie. Gut, dann war es das jetzt mit diesem Part. Ich schaue mal nach, ob der Boss irgendwie funktionierbar ist, weil, ja, mal schauen. Vielleicht gibt es ja da irgendwie einen Trick. Mal gucken. Gut, bis zum nächsten Part von Dark Souls The Ringed City. Ciao.